Guten Tag, seid mir gegrüßt, der Erich ist wieder da. Entschuldigung, wir spielen Elex 2, was sonst? Nach wie vor hat es irgendwie noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Ich finde, wir wissen... Du gehst. Ich bin... Das wurde aber auch Zeit. Es hat sich schon wieder aufgeregt. Ich bin halt immer noch so ein bisschen in... Naja, man schlampert so durch die Gegend und macht so, was einem um die unterkommt. Modus, das ist ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Aber ja, was willst du machen? Es wird schon irgendwie so weitergehen. Ansonsten, ja, Ziel ist es jetzt tatsächlich, uns bei den Alps reinzusetzen, nur um die wieder zu verraten. So, solche Arschkrampe möchte ich gerne sein. Ich möchte gerne wieder meinen Freunden, den Klerikern, helfen. Die ja die Elex-Freiheit propagandieren. So, der Söldner. Hey. Hui. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Okay. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Hm. Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Ja. Brauche ich nicht. Also in Söldner brauche ich garantiert nicht. Testperson gesucht. Du hast außerordentlich gute Vitalfunktionen. Die Muskulatur ist ausgeprägt und deine Hirnfunktion beißen Kirre ab. Wir geben dich im südlichen Quadranten Ignatons. Probanden, die in Anforderungen sprechen, werden mit Exit belohnt. Hey, was soll das? Moment mal. Jax, was in aller Welt machst du denn hier? Ich dachte, dich gibt es gar nicht mehr. Du kennst mich? Natürlich. Wir haben etwas gemeinsam, du und ich. Ja, Sarkur, ja. Klingelt da was? Moment, willst du mir sagen, du bist ein Alp? Psst, natürlich. Nicht so laut, dass ausgerechnet du das in Frage stellst. Du siehst für einen ehemaligen Alp auch nicht gerade blass aus. Aber was anderes. Du wurdest geschickt, um mich zum Depot zu begleiten, nicht wahr? Jawohl. Nicht ganz. Erissa wollte wissen, ob du noch in einem Stück bist. Das ist alles? Mehr hat sie dir nicht anvertraut? Dann werde ich wohl bei Null anfangen müssen. Aber nicht hier. Wenn ich weiter aushole, Leute, wächst diesem degenerierten Haufen noch ein zusätzliches Paar Ohren. Vor der Stadt ist es sicherer. Zu viel Gelaber, Freunde. Ich möchte gerne mehr kämpfen, weniger also labern. Aus Neugier. Was hältst du von dieser Stadt? Ah, meine alte Hütte hat mir besser gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Gestank hier ist sehr aufschlussreich. Wie meinst du das? Es riecht nach Lust, Furcht und Gier. Die ganze Gegend stinkt nach Mensch. Ich dachte, du wolltest keine Aufmerksamkeit. Wenn du weiter so redest, erreichst du das Gegenteil. Ah, guck dir die Gestalten doch an. Das übersteigt deren Horizont. Aber wenn es dir wichtig ist, verzichte ich auf weitere Ausführungen. Immerhin bist du mein Vorbild. Das Ideal, an dem ich arbeite. Okay. Ist das so? Natürlich. Du wirst es bald verstehen. Ich bin das Vorbild. So. Das ist weit genug. Zeit, den Stand der Dinge zu klären. Wie es aussieht, weiß ich mehr über dich, als du über mich. Die Frage ist somit, wie viele Informationen ich dir anvertrauen sollte. Denn wenn Irissa nicht konkret geworden ist, wird sie ihre Gründe gehabt haben. Naja. Schaffen wir also eine gemeinsame Vertrauensbasis. Begleite mich zum Depot nach Ignadon. Unterwegs lernen wir einander kennen und nebenbei erzähle ich dir ein paar Takte über mich und meine Mission. Och nee. Von mir aus können wir sofort nach Ignadon aufbrechen. Exzellent. Mir nach. Oh, jetzt lag ich wieder hier mit dem rum. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Sonst fangen wir uns noch eine Krankheit ein. Irgendwie fällt mir der Aufstieg immer schwer.
Der Nachteil, wenn man kaum Elex konsumiert. Och, die Kraft schwindet. Warum tust du es dann nicht? Und damit meine menschliche Form aufs Spiel setzen? Die Menschen sollen nicht wissen, woher ich komme und was ich bin. Was ich an Elex brauche, nehme ich im Depot zu mir. Das reicht. Ah, die Luft wird frischer. Kostbarer Sauerstoff. Merkst du auch, wie sich die Lungen ver... Pass auf! Wo war ich gerade? Ah ja. Merkst du auch, wie sich die Lungen füllen? Es riecht nicht mehr. Es riecht nicht mehr so unangenehm, falls du das meinst. Exakt. Das unterscheidet uns von den anderen Alps. Sie haben kein Gefühl für die Umgebung. Krone der Schöpfung, dass ich nicht lache. Was ein Gerät, ey. Zu fühlen ist eine Faszination, die ein Großteil von uns noch immer nicht versteht. Alles braucht seine Zeit. Die Floskel hast du doch von den Menschen übernommen. An Zeit mangelt es nicht, wohl aber am Willen. Der Wille nach Veränderung ist aber unter den unseren nur bruchstückhaft vorhanden. Aber auch das wird sich ändern, wie alles im Leben. Guck hier, da kommt's. Der Krater des Meteoriten. Vor uns erstreckt sich ein wahrer Schatz. Wohl eher ein Haufen Blechhütten. Exakt. Oh Gott, was soll er denn vor? Ist das nur die halbe Wahrheit? Einerseits ist der Krater der größte Schrottplatz der Welt. Andererseits steht er für die Geburtsstunde der Alps. Ohne das Elex, das der Meteorit mit sich gebracht hat, gäbe es uns nicht. Okay. Wie steht's mit dir? Ich für meinen Teil habe mich satt gesehen. Lass uns weitergehen. Alles klar. Ich will das nur hinter mich bringen. Das du bist übrigens einer der Gründe, warum es mich gibt. Ein bisschen viel begleitet. Wie darf ich das verstehen? Mission. In Bezug auf mein Äußeres. Aber dazu muss ich etwas weiter ausholen. Als du dich seinerzeit mit den Menschen... Ah, verdammt. Also ich mich mit den Menschen... Was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Ich glaube, die wollen was von uns. Mit einem der Kerle bin ich schon öfter aneinander geraten. Besser du übernimmst das. Sorg einfach dafür, dass man uns durchlässt. Wie, überlasse ich dir. Und was machst du? Zugucken. Ich beobachte und lerne. Bin gespannt, wie du die Situation löst. Gut, halte ich im Hintergrund. Verstanden. Na, Bürschchen, hast dich verlaufen? Oder suchst für dich und deinen Begleiter ein einsames Plätzchen? Ja, und so wie dein Freund grinst, könnt ihr mir sicher eins empfehlen. Genau so ist das. Du bettelst ja förmlich drum, dass ich dir die Fresse stopfe. Du hast noch eine Chance, mit heiler Haut hier rauszukommen. Ich will Kohle sehen. Wegzoll, kapiert? Viper hat ausdrücklich verboten, Reisenden. Sieh so aus, als wenn mich interessiert, was er von sich gibt. Okay. 200 Splitter auf die Kralle. Sofort. Hier. Dafür, dass ich deine Visage nicht mehr ertragen muss. Na bitte. Bist ja doch vernünftig. Und jetzt verzieht euch. Das war gut. Ich bin überrascht. Du hast diesen Herumtreiber wirklich am Leben gelassen. Ich gebe zu, ich bin vom Gegenteil ausgegangen. Tja. Naja, verschwinden wir von hier. Nur muss ich ein wenig das Tempo rausnehmen. Mein Magen macht wieder Probleme. Gehen wir ein kleines Stück.
Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Das geht schon seit ein paar Tagen so. Verdammter Organismus. Vielleicht muss ich ihm doch wieder etwas mehr Elex zuführen. Du wolltest mir erklären, was es mit deiner menschlichen Form auf sich hat. Viele von uns konnten nicht nachvollziehen, wie es dir vor Jahren gelungen ist, den Hybriden zu stürzen. Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Also nochmal. Aber es musste mit deinem Zugang zu Emotionen zusammenhängen. Um also unsere Effizienz zu steigern, mussten wir unseren Elex-Konsum herunterfahren. Was, nebenbei bemerkt, sowieso passiert wäre. Warum? Ganz einfach. Die Konverter waren zerstört. Der Elex-Nachschub ist ins Stocken geraten. Dass Emotionen aber bewirken, bringe ich Manieren bei. Dafür muss man umfangreich her. Wie sahen die aus? Du begleitest gerade eine zurück ins Depot. Ich bin nicht selbst eine. Du hast also im Krater menschliche Verhaltensweisen. Geil, wir jetzt weiter diskutieren. Nicht nur dort. Ich war fast überall. Aber was anderes. Ich brauche eine Pause. Das war ja cool. Also der ist irgendein Experiment, um mich nachzubauen. So viel habe ich schon mitgekriegt. Hier unser Begleiter. Ansonsten musste ich mich gerade hier mal mit beschäftigen. Ich dachte, das ist bloß ein Bandit. Ein bisschen, man, der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. Wir müssen dann auch mal so ein paar Banditen wegräumen. Das nützt ja nichts. Das ist ja, wenn die hier schon so rumstehen. Die haben auch Treibstoff, guckst du dir an. Berserkerbogen. Shit. Wo war ich gerade? So. Typ, komm, können wir dann mal ans Ziel kommen hier, das nervt. Nachteil am Menschsein ist der kümmerliche Abwehrmechanismus. Vitamine, Proteine, ständig muss man auf den Energiehaushalt achten. Ja. Als reiner Alt war ich selbst mit einem Minimum an Nahrung imstande, Höchstleistungen zu vollbringen. Tja. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Also, willst du auch was essen? Ich lade dich ein. Kein Bedarf. Dann bekomme ich die doppelte Menge. Da ich nicht drumherum komme, meine Portion jetzt gleich zu mir zu nehmen, könntest du in der Zeit nach Verfolgern Ausschau halten. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich damit rumschlagen muss. Erwartest du weitere Outlaws? Ja, die Begegnung mit den beiden hat bestimmt Staub aufgewirbelt. Minimieren wir das Risiko einer Konfrontation.
Gut, ich sehe nach, ob uns jemand folgt. Lauf einfach ein Stück den Weg zurück, den wir gegangen sind. Aber bleib in Rufweite, dann kann ich zu Hilfe kommen. Bekomme ich hin. Bis gleich. Tja, jetzt müsste man halt wissen, wo man hergekommen ist. Hier oben. Skibo hat sich getäuscht. Niemand verfolgt uns. Zeit zurückzukehren. Oh. Harte Landung. Und? Wie viele Verfolger hast du gezählt? 3, 4? Keinen einzigen. Höchst ärgerlich. Für mich ist nichts lehrreicher als eine Situation, die eskaliert. Das Adrenalin, der ungewisse Ausgang, ein Fest für das Bewusstsein. Hm, der will, dass es immer Kloppe gibt. Wir aufbrechen. Mein Magen macht zwar noch immer Ärger, aber darauf dürfen wir keine Rücksicht nehmen. Komm, jetzt mach mal los. Bereit zum Aufbruch? Geht los. Natürlich, auf geht's. Mach los jetzt. Gut, es ist ohnehin nicht mehr weit. Eine Frage beschäftigt mich schon länger. Wenn du jemanden aus dem Weg räumst, was fühlst du da? Ich frage, weil dieser Umstand bei mir ein extremes Hochgefühl auslöst. Ich genieße es förmlich. Das Flackern in den Augen, das Zittern des Körpers, als würde man ein Insekt in der Hand zerquetschen. Was ich fühle, hängt vom Gegenüber ab. Ah, ich verstehe. Individuelle Abneigung oder Zuneigung beeinflussen den Grad der angewendeten Gewalt. Du hörst dich gern selbst reden, oder? Die wortkarge Zeit habe ich hinter mir. Allein das Luftholen, um neue Wörter zu formen, lohnt sich schon. Aber du sprichst wieder einen wichtigen Punkt an. Ich schweige für eine Weile. Dann ist es einfacher, meinen Bewegungsfluss aufrechtzuerhalten. Ja! Wichtig. So, jetzt können wir weitergehen. Ich führe dich. Fast am Ziel. Ich fühle eine gewisse Leere. Du konntest es doch kaum erwarten, Atheris den Rücken zu kehren. Ja, aber ich weiß auch, was vor mir liegt. Es fällt mir immer schwerer, mich den hiesigen Regeln zu beugen. Wie gehst du damit um? Was machst du, wenn man dich in eine Rolle hineinzwängt? Dann mach ich, was ich will. Ich lasse mich zu gar nichts zwingen. Und die Konsequenzen? Lässt du die völlig außer Acht? Darüber kann man sich Gedanken machen, wenn es soweit ist. So sieht das aus. Ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst. Unterwegs werde ich weiter darüber nachdenken. Das ist im Grunde alles, worüber ich dich in Kenntnis setzen wollte. Einen Vorteil hat unsere baldige Ankunft. Ja. Nicht ganz übel. Pass auf! Aber die Beute muss ich schon mitnehmen hier. Gerade die Lederfelle, die kann ich ja gut verkaufen. Das ist ja ein sehr teures Pflaster, dieses ganze Elex-Land. Da muss man schon ein bisschen was bringen. Bleib dicht an mir dran. Was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Einen Vorteil hat unsere baldige Ankunft. Im Depot sind wir absolut sicher. Keine Viecher, keine Herumtreiber. Absolute Sicherheit gibt es nirgendwo. Langsam verstehe ich, warum es in der Vergangenheit still um dich geworden ist. Ich kann dir versichern, nichts überwindet unsere Befestigungsanlage. Na ja. Solche Garantien scheitern immer an der Wirklichkeit. Ah, ich kenne die Statistik und die besagt,
Verschwende dich mit Statistik. Gut, vielleicht geben dir die ständigen... Das ist ein bisschen seltsam, dass er die ganze Zeit weiterlabert, während man hier angegriffen wird. Dieses fremdartige Gezücht und die Menschen sind sich erschreckend ähnlich. Zahlreich und penetrant. Wir sind da. Deine neue Heimat. Zumindest würde ich mich freuen, wenn du dich uns wieder anschließt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Immerhin bin ich einer der wenigen, die wirklich wissen, was Freude ist. Wir treffen uns später. Ich muss mich noch um was kümmern. Vergiss nicht die Ausrüstung, die ich dir versprochen habe. Und wo finde ich dich? Wenn alles läuft wie gehabt, findest du mich bei den Elix-Depots. Und wo wir gerade dabei sind, das ist für dich. Normalerweise kriegen wir alle eine feste Ration, aber... Naja, stell keine Fragen. Wir sehen uns. Bin spät dran. Na dann, hau uns rein. So. Dann kann man hier rein teleportieren. Und dann geben wir es mal ab. Tja, Skibo war wahrscheinlich der Bote, der mich hätte hierher gebracht, wenn ich irgendeinem unvorhersehbaren Plan gefolgt wäre. Nicht jetzt, ich muss mich um etwas kümmern. Nicht jetzt, ich muss mich um etwas kümmern. Ach, da kommt er. Ich war einfach zu schnell. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte Schwierigkeiten im Krater. Die Outlaws... Das Menschenpack interessiert mich nicht. Hast du erledigt, was ich dir aufgetragen habe? Ja. Und ich habe mehr als sonst bekommen. Hier. Glaube ja nicht, dass mich das zufriedenstellt. Meine Geduld mit dir wurde zur Genüge strapaziert. Oh je. Du wirst dich augenblicklich zu den Silos begeben und deine Elex-Ration einnehmen. Dein Mangel an Leistungsfähigkeit ist nicht länger hinnehmbar. Mit sofortiger Wirkung wird das abgestellt. Wird erledigt. Oh, und er hat sich so gefreut, dass er Gefühle hat. Später habe ich wieder Zeit für dich. Mach dich doch währenddessen mit dem Lager vertraut. Nichts ist mehr so, wie du es kanntest. Naja. Skibo ist zurück. Was du nicht sagst. Ja. Nur frage ich mich, ob ich das dir zu verdanken habe. Ohne mich wäre er nie hier angekommen. Ich habe ihn den ganzen Weg über begleitet. Wenn es stimmt, was du sagst, wird er mir das sicher bestätigen können. Verdammt! Was war das? Los, alle mir nach! Angriff. Oder Skibo dreht gerade am Rad und bringt alle um. Seine Gefühle haben ihn übermannt. Hat sich gerade gesprengt oder so. Oh. Was ist passiert? Rede. Ich weiß es nicht, ich... Ich will antworten. Skibor. Er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Oh. Ist das dein Werk, um uns weiteren Schaden zuzufügen? Bist du blöde. Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Verkauf mich nicht für dumm. Nach Jahren der Abwesenheit schlägst du wieder auf, begleitest einen unserer Agenten und dann fliegt dieser mitsamt einem unserer Silos in die Luft? Zufall? Wohl kaum. Ach doch. Jetzt mach mal Halblan. Welchen Nutzen sollte ich davon haben? Skibor hat jedenfalls keinen mehr. Ihn können wir vom Boden kratzen, während du hier stehst und alles abstreitest. Finden wir lieber heraus, wer wirklich dahinter steckt. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern.
Also tu das. Oh, Frau Besserwisser. Dreh jeden Stein um. Ich will ein genaues Abbild des Geschehens. Ich muss Alexitor Arzog Meldung machen. In einer Stunde habe ich deinen Bericht. An die Arbeit. Was soll das? Hier gibt es nichts zu sehen. Aber das Elex, was ist mit unseren Rationen? Darum wird sich gekümmert. Wer und wann? Commander Irissa. Und jetzt schluck... Metall, das vom Elex-Silo stammt. Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibo auseinandergerissen haben. Ich glaube nicht, dass Skibo das war. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Vielleicht weiß die Silo-Wache mehr. Elex aus dem Silo. Stark verunreinigt. Tja, so ist es, stark verunreinigt. Die Agenten werden alles klären. Euch hat nur die Arbeit zu interessieren. Abmarsch! Was willst du? Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Ach. Es hat mich glatt von den Beinen geholt. Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Wer bist du? Ich heiße Excel. Ich sorge dafür, dass sich hier niemand an den Silos zu schaffen macht. Den Job scheinst du nicht besonders gut zu machen. Zweifelst du etwa an meiner Effektivität? Yes. Naja. Aber du hast recht. Dieser Vorfall sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich werde Verstärkung beantragen, damit so etwas nie wieder passiert. Und sonst so? Was machst du, wenn nicht gerade etwas in die Luft fliegt? Ich passe auf, dass niemand Elex klaut. Diebe? Seit der Hybrid und seine maßlosen Pläne der Vergangenheit angehören, ist es bereits vorgekommen, dass hier gestohlen wurde. Dass wir Alps uns eines Tages gegenseitig bestehlen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt. Jeder hier bekommt doch seine Ration. Ich verstehe nicht, warum manche damit nicht zufrieden sind. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ich denke, das wird es sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Gesellschaftsstruktur wirklich die richtige für uns ist. Vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, bis sich jeder an seine Elex-Ration gewöhnt hat. Kann ich hier auch eine Ration Elex bekommen? Nicht bei mir. Ich bin nur berechtigt, Leute an die Silos zu lassen, die bereits eine Erlaubnis haben. Die öffentliche Elex-Ausgabe findest du im Sektor der Soldaten. Direkt unterhalb der Silos. Sprich mit Commander Nox. Er wird dir sagen, ob dir auch welches zusteht. Okay. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Das war's schon. Ist ja alles voll mit Elix. Nehme ich auch mit. Wenn ihr mir das hier so hinlegt, nehme ich das mit. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rein? Hey Schatz, nie wegrennen.
Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Na, keine Ahnung. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Elexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Na, Schwefel. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut, da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Okay. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Oh. Danke für diese großartige Nachricht und diese wunderbare... Wenn ich das immer alles so ganz genau beschreiben, bin ich immer völlig hin und weg. Jetzt hier rein ist die entscheidende Frage. Ich bin jetzt von der falschen Seite rangefahren hier. Hm. Hätte ich einfach hier vorne reingehen sollen? Na klar, hätte ich. Aber wäre ja auch, ihr wisst, wie es ist. Zwei Wege. Was war denn das? Das gesehen? Schwarzgebrannter und ein Besen. Ein Breitschwert. Okay. Okay, okay. Ein Elex-Trank. Das ist jetzt mit mir hin. Okay. Hätte ja sein können. Hm. Ja, müssen wir hier die Computer mal checken, das nützt ja nichts. Hier kann ich gar nichts machen. Zimmer. Ist hier oben drüber noch eine Etage. Nee. Scheiße. Okay. Was auch immer das jetzt war. Tut mir leid. Keine Ahnung, warum der mich jetzt da runtergeschmissen hat.
Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, da kann man einfach durchfliegen, aber ich bin jetzt gerade auf vorn da unten. Scheinbar nicht das richtige Zimmer. Ja. Das ist ihm seine Butz. Ist auch ein Bett drin und so. Aber hier ist erst recht nichts. Hier ist ein Tresor. Okay. Ein Tresor. Habe ich irgendwas im Hinweis? Gehackt vor lauter Schreck. Oder wir gehen mal in das Zimmer. Was machst du hier? Ich bin doof. Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen das Gleiche. Auch ich soll herausfinden, wer für die Zerstörung des Elixiers verantwortlich ist. Sie hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Das wundert mich nicht. Elexitor Arzog gab mir den Auftrag. Er will die Untersuchung intensivieren. Deswegen arbeiten er und Commander Irissa parallel an der Aufklärung des Vorfalls. Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren. Wir sollten also kooperieren. Gut, arbeiten wir zusammen. Ich bin immer gespannt. Ausgezeichnet. Ich habe bereits einige Informationen sammeln können. Und was hast du bisher herausgefunden? Bulli mag mich nicht. Bisher deutet nichts auf eine Beteiligung Skibors hin. Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht signifikant von den anderen. Gleiche Einrichtung, gleiche Ausstattung, mit einer Ausnahme. Der Tresor. Mir ist es bisher nicht gelungen... Ich würde ganz gerne... Wir müssen nochmal... Gib mir Bescheid, wenn du... Wir müssen nochmal schnell laden. Wartet mal, Freunde. Ich möchte doch alleine arbeiten. Wenn mir das Buddy sonst nie gefällt, das finde ich ja doof. Gib mir Bescheid. Ah, nein! Oh, Freunde, es tut mir unheimlich leid, wir sind schon wieder hier. Aber ich glaube, es ist schon clever, wenn wir das alleine machen, das ist schon richtig. Mann, der Jetpack. So, also jetzt habe ich zumindest mal, ich muss hier... Ich bin so doof. Leute, es tut mir leid. Ich mache an der Stelle jetzt Schluss. Ich bin ja mal so dämlich. Also jetzt mal bei aller Liebe. Ja, und beim nächsten Mal probieren wir das Geheimnis hier zu klären. Also noch dümmer ging es nicht. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.